In den sozialen Netzwerken hat es sich längst wie ein Lauffeuer verbreitet. Ein weiterer stationärer Blitzer wurde nun an der Blauener Friedensbrücke, Ecke Gustav-Adolf-Straße, installiert. Noch ist er eingepackt und nicht aktiv. Das wird sich voraussichtlich am 28. März ändern. Wie die Stadtverwaltung Blauen mitteilte, dienen Geschwindigkeitsmessungen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und insbesondere zur Verkehrserziehung. Die einzelnen mobilen und stationären Messstellen in der Spitzenstadt sind dementsprechend gewählt. Betreiber ist, wie schon bei anderen Anlagen, die Firma Jenoptik. Für die Anlagen fallen keine Investitionskosten an. Dafür erhält die Firma pro verwertbarem Vorgang von der Stadt einen festen Betrag. Dass Verkehrsüberwachung notwendig ist, zeigt die Statistik aus dem Jahr 2016. 13.780 Mal blitzte in diesem Jahr das mobile Fahrzeug. Die stationären Blitzer in der Stadt 27.336 Mal.